Alter, Schnauze da hinten! Nur echte Männer schreiben kleine Mädchen. Dann Leute, herzlich willkommen zu einem Vlog wieder mal von mir. Und heute möchte ich euch ein bisschen was von mir erzählen, was mir denn so mal passiert ist vor kurzer Zeit. Und zwar, ihr kennt mich ja von meinen Videos, denke ich mal, wie ich drauf bin. Und ich bin ein sehr tollpatschiger Mensch. Ein Mensch, der viele, viele Fails auch passieren, auch im alltäglichen Leben. Ja, wenn ich einfach auf die Straße gelungen hingehe, ich stolper immer wieder durch irgendwas, beziehungsweise über was, durch meine Wohnung, wenn ich aufstehe, mir fällt da irgendwas runter. Ich bin die ganze Zeit irgendwie planlos, dann stehe ich auf, wenn wir wohin gehen und vergesse aber dann, wo ich hingehe. Einige von euch sind wahrscheinlich auch so, ich denke, es geht für einigen Menschen auch so. Bei mir ist es aber ziemlich krass, ja. Und dadurch, dass ich so bin, habe ich mal eine Sache von mir verloren. Was ich euch noch kurz sagen möchte, ich gehe oft einfach in meine Wohnung rein und lege den Schlüssel einfach irgendwo hin und weiß dann im Anschluss nicht mehr, wo ist und muss dann die ganze Wohnung durchsuchen, bis ich diesen Scheißschlüssel wieder gefunden habe, ja. Ich weiß nicht, ob mir hier einfach ein Sieb ist oder ich zu viel nachdenke und deswegen diese Sachen dann nicht mehr finde, weil mein Kopf immer voll ist mit irgendwelcher Scheiße. Ja, mein Kopf ist eigentlich durchgehend voll mit irgendwelcher Scheiße. Mein Kopf ist immer voll mit Scheiße. Deswegen sind auch diese Videos immer von mir voll mit schwarzem Humor und voll mit Bullshit und voll mit Blödsinn. Ja, so kennt ihr mich, so bin ich, so ist das. Und das ändert sich auch nicht im richtigen Leben. Ja, in meinen Videos bin ich auch so, wie ich bin. Ne? So bin ich. Ich bin auch im richtigen Leben so. Und falls ihr da auch einen Beweis haben wollt, da könnt ihr auch dann die Freundin gerne fragen. Die ist ja der Abonnentin gewesen und das ist ja meine Freundin. Und die hat auch gesagt, ich bin genauso behindert im richtigen Leben wie in meinen Videos. Aber kommen wir mal zur Geschichte. Ich habe vor einiger Zeit meinen Führerschein verloren, beziehungsweise auch meine Geldtasche. Irgendwie kommt mir das vorsätzlich schon mal über das mal gesprochen in dem Video. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Wenn ich das haben sollte, tut mir leid. Wenn nicht, dann auch gut. Dann ist auch wurscht. Und es war so, dass ich mit einer Freundin einkaufen war und da war dann auch irgendwas, was mich gerade irgendwie beschäftigt hat eigentlich. Ne? Ich hatte irgendwas beschäftigt zu diesem Zeitpunkt, das weiß ich noch, und irgendwas habe ich mich aufgeregt. Und wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann funktioniert man hier noch weniger. Ja, wenn man irgendwie gestresst ist, sich über irgendwas aufregt, dann verliert man Gegenstände noch leichter, beziehungsweise legt sie irgendwo hin und weiß im Anschluss nicht mehr, wo sie wirklich sind. Ja, wenn mein Kopf nicht dran wäre, hat mein Lehrer auch früher zu mir gesagt, würde ich auch sogar den verlieren, weil ich habe immer meine Hausaufgaben nie gebracht, weil ich die immer angeblich vergessen habe, obwohl ich einfach nur zu faul war, die zu machen. Aber gut, ich bin auch wirklich so. Ich bin einfach vergesslich. Ich bin tollpatschig, ich habe nur Scheiße im Kopf, kennt ihr ja. Ja, wir waren dann einkaufen und nach dem Einkauf war das halt dann so, dass ich meine Einkäufe in der Hand hatte. Das waren nur ein paar Kleinigkeiten. Ne? Und wenn ich ein paar Kleinigkeiten kaufe, dann brauche ich hier keine Tüte. Dann habe ich die einfach in der Hand. Und beim Einsteigen dann musste ich hier diese Sachen, die ich in der Hand hatte, aufs Dach legen. Ne? In dem Moment, wo ich aber die Sachen aufs Dach gelegt habe, habe ich alles aufs Dach gelegt, auch meine Geldtasche. Habe dann aber alles genommen, habe aber die Geldtasche vergessen. Ja? Meine Stimme weg. Ich habe also meine ganzen Einkäufe genommen, die Geldtasche ist aber drauf geblieben. Dann bin ich weggefahren vom Parkplatz und irgendwann später, nach 1-2 Stunden, ist mir erst eingefallen, hoppala, wo ist meine Geldtasche? Nach 1-2 Stunden. Und dann ist mir erst in den Kopf gekommen, Scheiße, du hast die Geldtasche auf dem Parkplatz auf das Dach gelegt und nicht wieder genommen. Ja, was ist dann passiert? Die Geldtasche verloren. Ja, ich habe sie dann verloren gehabt, habe dann auch eine Vermisstenanzeige machen müssen, eine Verlustanzeige, Vermisstenanzeige. Ja, das gibt's bald für mich. Ich habe dann eine Verlustanzeige machen müssen bei der Polizei, was über eine Stunde dauerte. Mein Führerschein war drin, mein Typenschein war drin und was läuft so blöd? Mein Typenschein war drin, mein Führerschein war drin. Die Freundin sagt gerade ein bisschen Black Ops 2 und labert dir die ganze Scheiße in das Video rein. Was soll das? Alter, Schnauze da hinten! Also, wo bin ich stehen geblieben? Mein Führerschein war drin, mein Typenschein war drin. Ich freue mich, bewusst mich für irgendwelche Scheiße. Hör auf, mein Video zu sabotieren! Am nächsten Mal gehe ich raus! Was soll die Scheiße? Mein Typenschein war drin, mein Fahrdings, mein Führerschein war drin, mein Typenschein war drin, alles drin. Hab sie verloren, alles weg. Eine Stunde war ich bei der Polizei, nach ein paar Tagen taucht die Geldtasche auf. Ja, ich habe ja dann auch beim Fundamt angerufen, dass die mir sagen sollen, wann das auftaucht, ja, wann das wieder da ist, wann das gefunden wird. Ich habe angerufen, ist da gewesen, ich habe mich voll gefreut. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt dahin und alle meine Sachen sind wieder da. Geld war ja auch keins drin. Ja, gucke ich rein in die Geldtasche und sehe ich nur meine Bankkarte war da,
vom Konto, also vom Bankkonto, die Karte war da. Dann meine Versicherungskarte war da. Mein Ausweis war da. Aber mein Führerschein war weg. Ja, die haben dann meinen Führerschein genommen und meinen Typenschein vom Auto. Eine Krankmeldung, glaube ich, haben die auch noch genommen, also eine Überweisung, die ich dann zu einem Arzt hatte. Und noch eine PS4-Rechnung, die ich hatte. Ja, das haben sie alles mitgenommen. Und auch meine ganzen alten Rechnungen, die kleinen. Keine Ahnung, warum man das gemacht hat. Angeblich hat es dann auch einen Straßenkehrer gefunden. Ja, das wurde dann wahrscheinlich bei der Fahrt dann einfach rausgeschmissen auf die Straße und die Typen haben das einfach alles rausgenommen. Der Polizist hat dann auch gemeint, dass sie dann irgendwie das fälschen, den Führerschein. Ja. Und dann musste ich mir nochmal einen neuen Führerschein holen. Ja, ich hatte den Wochen nicht mal, ich hatte nicht mal 2 Wochen meinen Führerschein und haben schon verloren. Nicht mal 2 Wochen, ich glaube eine Woche oder 2 Wochen und haben schon verloren. Läuft bei mir und seitdem passe ich wirklich immer auf. Und wenn die Freundin nicht wäre, würde ich mir sogar beim Scheißen vergessen, den Arsch abzuwischen. Ja, also Leute, passt einfach auf, wo ihr eure Sachen hinlegt. Und ihr könnt mir auch gerne von euch erzählen, was ihr schon mal verloren habt oder verlegt habt. Vielleicht habt ihr noch mehr verloren. Zum Glück habe ich jetzt noch kein Geld verloren, aber das geht auch nicht, wenn man keins hat. Ja, aber zum Glück habe ich nichts irgendwie Sonstiges verloren, irgendwie, was wichtig war. Also bis jetzt wirklich nur einmal in meinem Leben habe ich jetzt die Geldtasche verloren, das war's. Sonst fällt mir nichts ein. Aber ihr könnt mir gerne in den Comments schreiben, was ihr denn bis jetzt so verloren habt, ob ihr auch so tollpatschig seid wie ich. Ja, und ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen hier, wieder mal ein bisschen was von mir zu erfahren, zu hören. Und ja, wir machen dann noch weiter so, okay? Okay, ihr solltet nicht zu nah in die Kamera, denn sonst erschlägt man noch von mir.